Herzlich willkommen zurück, ihr schon coolen Freundinnen und Freunde der World of Warcraft Classic. Mein Name heißt Andreas und ja, ich melde mich hier aus Nordend. Ich bin hier bei den Grizzly-Hügeln und konkret befinden wir uns hier beim Grauschlund. Dort haben wir hier ein Felsen, kann man das nicht nennen, aber letztendlich gerade eine Szenerie, bei der die Frostpfoten gegen die Rotfänge kämpfen. Und das ist ein Instant Respawn oder Hyperspawn, den zeige ich jetzt gleich zu Beginn. Danach erkläre ich ein bisschen den Kontext. Vorweg nur mal, warum bin ich hier? Erstens, seit 2 Wochen gibt es die Marke in WoW Classic. Das heißt, ich kann Gold gegen Spielzeit tauschen. Die gilt für Retail und auch für Classic. Nicht Blizzard Battle.net Guthaben, aber für die Spielzeit. Und die Marke ist ein bisschen abgestürzt, die befindet sich nämlich jetzt hier, ja, in dem Korridor unterhalb von 9000 Gold gerade, während die Retail-Marke durch Diablo 4 gerade angezogen ist, weil die Leute ihr Gold in Retail gegen Blizzard-Guthaben eintauschen können oder Blizzard-Guthaben auffüllen können. Davon haben sich jetzt einige Diablo 4 gekauft, was am Wochenende rauskam. Und das heißt, wir haben jetzt hier so einen kleinen Peak gehabt, die Marke wird jetzt irgendwie wieder fallen, aber sicherlich eher dann bei wieder 320, 30, 40, 50.000 Gold landen, irgendwo in diesem Spektrum, gucken wir mal so. Das heißt, die Marke ist anfällig gegen diese Peaks und gegen diese Preisattacken, ja, Angebot und Nachfrage, Nachfrage entsprechend gestiegen hier durch den Kauf. Das wird sich ein bisschen etablieren, aber die Classic-Marke ist abgestürzt und hat sich jetzt hier gefunden und ich hatte halt auf dem Community-Tab so genau diese Frage gestellt, Leute, sag mal, die WoW-Marke in Classic, kann das vielleicht leichter sein, je nachdem, ja, beim 1:1-Vergleich, je nachdem, wie meine Ausstattung ist, mein Setup, kann das leichter sein vielleicht als die 330.000 bis 370.000 Gold jetzt gerade als Snapshot in Retail zu generieren? Das ist die Frage, das werde ich gleich nochmal kommentieren. Ich möchte euch aber kurz hier den Farm-Spot zeigen, also ihr könnt euch hier hinstellen, dann ist es fast ein Standstill-Farm-Spot und ich stelle mich mal hier hin und fange einfach mal an, willkürlich zu ballern. Und dann werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Ja, ihr könnt das hier auch entsprechend weitermachen. So, und ihr seht schon, die Kollegen sind hier schon fleißig am Respawnen. Ihr plündert hier im Wesentlichen Rohsilber. Ihr plündert Froststoffe. Das sind Humanoide. Also bringt bitte einen Charakter mit, der folgende Eigenschaft hat. Plündern nordischer Stoffe, weil ihr damit eine bessere Loot-Performance habt. Ihr holt nämlich zusätzliche Loot raus. Ja, mit einem Level 80 Char ist die Frage Sustainability. Das heißt, das Einzige, was euch hier bremsen wird, ist im Zweifel das Mana. Das sind Level 74 Chars. Das heißt, für 77, 8, also 77 vielleicht noch nicht, aber 78, 79, je nachdem, kann man das gut nutzen, auch um XP zu generieren hier. Ich habe jetzt eine XP-Penale, weil ich hier mit der Gruppe, hier mit meiner Box, hier die gerade wegflacke. Das ist aber nicht der Fall, wenn ihr Solo spielt und mit einem 80er Paladin oder Jäger oder Druiden hier, ja, oder Hexer, dottet ihr im Prinzip alles dicht und könnt hier non-stop farmen. Ihr seht, die sind laufend am Spawnen. Die sind laufend am Spawnen. Das ist einfach so irre. Oh, ich habe jetzt ein grünes Item hier gefunden, zeige ich gleich. Das blendet er gleich ein, wenn ich hier ein bisschen gelootet habe. Wandert das gleich an den oberen Bildschirmrand. So. Das kann ich ja mal Fenster freigeben, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Also sehr viel Silber. Es gibt hier grüne Items. Ich habe noch kein blaues Rare-Item hier gefunden, aber qua Loot-Tabelle, hier, guck mal, direkt vor meiner Nase spawnen die direkt. Das ist schon witzig. Genau, ne? Wir können sich hier mit dem Kollegen hier mal irgendwie rumschlagen und plündern von Stoff. Mal gucken, ob ich gleich das nochmal habe. Also ich habe einen Charakter, der das Plündern von Stoffen auch im Gepäck hat. Das ist schon cool. So, und gleich, ich komme hier gar nicht groß zum Looten wahrscheinlich, weil die so... Der, das war hier, okay, Martin, da habe ich mich verklickt. Nehmen wir den hier nochmal. So. So, ne, also ihr wollt den Trash-Loot auf jeden Fall verkaufen. Das bringt nach hier so, da war jetzt Froststoff, das habt ihr jetzt gesehen, ne? So, der Charakter hier, der hat das Plündern von Stoffen. Das heißt, da zwischendurch noch mal ein bisschen Froststoff drin. Das heißt, ihr müsst ein bisschen sorgfältig sein beim Looten, um nicht doch irgendwie etwas zu verpassen. Hier muss man ein bisschen gucken. Ich sollte das Plündern von Stoffen oder das Fenster üblicherweise eigentlich nach oben ziehen, dass es ein bisschen größer ist. Dann kann man das besser sehen. Aber
Ja, genau. Also das geht hier nonstop. Ich komme im Prinzip überhaupt nicht hinterher, weil sie mir sofort wieder hier vor der Visage erscheinen. Und ja, das könnt ihr hier so lange machen, wie ihr Bock habt. Also es gibt XP, es kommt ein bisschen was da rum und man kann ihn testen. Ja? Also schreibt, falls ihr das testet, falls ihr den Spot kennt und testet oder getestet habt, sagt mir Bescheid. Hier ist noch eine Pflanze übrigens, ja, die Tiger Lily, so nenne ich sie immer. Das heißt, man kann noch ein bisschen Blümchen nebenbei auch nochmal abgreifen, je nachdem, was ihr für eine Kombination habt. Meine Empfehlung lautet hier eindeutig, dass man Plündern von Stoffen am Start hat. Also wirklich entsprechend dann einen Schneider. Also es geht hier so schnell. Man kommt im Prinzip kaum hinterher. Das ist so irre. Ja, da und da der nächste. Ganz großes Tennis, ihr Lieben. Ganz großes Tennis. Dann möchte ich gleich so alle anderen, die sich jetzt gleich nicht mehr so groß für das Thema der WoW-Ökonomie dort interessieren, die sind gleich entlassen. Oh. Jawohl. So, auch nochmal hier. Bam. Ja, die kippen schon um an den Dots, was ich irgendwie schon cool finde. So, jetzt will ich mich aber gleich mal ein bisschen zurückziehen. Ich muss gleich mal die Totems wegnehmen. Also seht, man kommt irgendwie gar nicht gegen an. Denkt dran, hier, das sind die kleinen Silbergeschichten, die sind jetzt immer geteilt, ne? Das ist ein bisschen mehr Silber entsprechend. Also würdet ihr alleine looten, habt ihr dann, sag ich mal, immer so zwischen 15 und 25 Silber oder sowas so um die Ecke. Das ist jetzt hier durch das Gruppenspiel ein bisschen verfälscht. Also das sind dann schon mehr Silberlinge, ne? Hier ist es jetzt quasi immer geviertelt. Ihr könnt es auf jeden Fall dann jetzt immer mit mal 4 rechnen. Dann sind sie aber auch nicht, ja doch, 4 mal 7 hier, je nachdem, wenn das hinkommt, dann wären das hier schon 28 Silber. Will sagen, Leute, es kommt ein bisschen etwas herum. Es kommt ein bisschen etwas herum. Es mag bessere Farmspots geben, aber den wollte ich vorstellen. Das ist hier ein absoluter lupenreiner Hyperspawn. Mana ist hier der limitierende Faktor vielleicht oder eure Pfeile, je nachdem, ja, was ihr für einen Ressourcenverbrauch habt. Ja, ich komme hier irgendwie gar nicht dazu. Also für einen Gruppenfarm ist es sogar perfekt. Macht das zu zweit oder zu dritt, dann könnt ihr euch hier nonstop hinstellen. So, einer der besseren Farmspots, jetzt gerade in diesem mittleren Levelbereich. Mit Level 80 könnt ihr das rasieren. Ich wollte euch ganz kurz nochmal zeigen, dass mein Auktionshauscharakter, mit dem ich jetzt wirklich einfach nur hier stehe und alles, was ich gefarmt habe, abkippe, einfach ins Auktionshaus ballern und dann gucken, habe ich jetzt bereits 5700 Gold. Und zwar in der letzten Woche. In der letzten Woche. Ihr seht jetzt hier, mein 29. Das war die letzte Woche. Um das in das Verhältnis zu setzen, was ich euch gerade gezeigt habe, ne? Wir behalten jetzt mal knapp die 5700 Gold, was ich euch gezeigt hatte, hier im Shop. 8700 Gold. Um jetzt mal die Rechnung ein bisschen einfacher zu machen, kann man jetzt sagen, ich habe jetzt ungefähr schon zwei Drittel einer WoW-Marke in einer Woche. Einer Classic-Marke oder einer Retail-Marke. Und darum geht es ja. Deswegen wollte ich das hier einmal darstellen. Denn mit knapp 6000 Gold nähere ich mich ja schon tatsächlich diesem Classic-Token an. Ich müsste jetzt, ja, um die gleiche Performance zu erbringen, hätte ich jetzt in dieser Zeit, in dieser einen Woche, im Rahmen des Level-Prozesses, jetzt schon 120.000 Gold machen müssen. Nur damit das mal eine Ziffer bekommt, so Parameter bekommt. Das nur so zur Information. Und deswegen ist für mich die Frage, das weiß ich nicht, macht man die Marke leichter in Classic oder in Retail, je nachdem, das hängt von den Rahmenbedingungen ab. Und ihr kennt meinen ganzheitlichen Ansatz, kennt ihr die Möglichkeiten. Und das bedeutet, dass ich mir natürlich beides angucken möchte. Wenn ich mich mit Gold verdienen in der World of Warcraft und WoW als Wirtschaftssimulation auseinandersetze und wir haben diese Zäsur der WoW-Marke in Classic, kann ich das doch nicht ignorieren, stimmt ihr mir zu? Ich kann das nicht ignorieren. Ihr könnt das ignorieren. Ihr müsst das nicht spielen. Wenn ihr keinen Bock auf Classic habt, das Thema ist irgendwie durch. Aber falls einige unter euch doch mit sich hadern, sagen, ah, ich kann mich noch an die Nachrichten von euch erinnern. Einige haben auch gesagt, Andreas, oh Mensch, hörte Classic die Marke. Dann wäre das ein Faktor. Ja. Die Marke ist jetzt da. Ja, und vielleicht kann man je nach Infrastruktur und Setup und abhängig vom Server vielleicht mal gucken, wie schwierig ist es denn jetzt, bis zu 9000 Gold zu generieren. Das sind so ungefähr 300 Gold am Tag. Bummelig, ne? 9000 durch 30. Ich vereinfache das jetzt mal. In Retail bedeutet das analog. Ich nehme jetzt mal 330.000 Gold als Referenz. 330.000 Gold. Ja, das wird hier wieder abschließen. Das wird hier nicht bleiben, ne? Die wird sich wieder einpendeln. Aber ich sag mal so safe, wir nehmen jetzt mal 11.000 Gold am Tag. 11.000 Gold am Tag in Retail, ich kenne genug, auch von euch, die packen das gerade nicht.
Nicht mal im Ansatz. Wenn jetzt aber eure Dailies spielt und wirklich Dragonflight am Laufen habt, so, dann sollte das nicht das Problem sein, ne? Aber je nachdem, ja, Spielzeit ist der limitierende Faktor. Es ist schwieriger, 11.000 Gold zu machen in Retail oder schwieriger, 300 Gold. Also, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch irgendwie meine Waffe gelootet habe. Also hier, ne, hier ist schon, ich kriege hier schon 6 Gold durch die Geschichte. Die Waffen, die ich hier gelootet habe, die verkaufe ich an den Händler für teilweise 11, 12, 13. Ich hatte hier eine Questbelohnung für 15 Gold. 300 Gold am Tag, ihr Lieben. Also mit Verlaub. Sag ich jetzt mal, in Classic ist ein Witz. 300 Gold am Tag. Das sind ein paar Dailies, das ist ein Witz. Wenn jetzt sagt Andreas, in Retail habe ich auch easy peasy 11.000 Gold am Tag, dann seid ihr gar nicht die Zielgruppe, dann habt ihr ja alles am Laufen. Das wollte ich aber damit nur demonstrieren. Ja, für mich geht es genau jetzt um diese Frage, das Äquivalent Classic und Retail. Wie komme ich vielleicht schneller daran, meine Spielzeit zu bezahlen? Und dann gucken wir mal, welche Fraktion das vielleicht leichter machen kann. Zum Schluss nochmal, ich nutze das jetzt aufgrund der rauschenden Reisen. Ja, hatte ich auch schon gesagt vor ein paar Tagen. Das ist für mich natürlich die Geschichte, so die Marke, die rauschenden Reisen, ist jetzt gerade neu, eine gute Kombination. Mein Solo-Retail-Projekt ist weder auf Eis gelegt, noch gecancelt oder abgesagt oder sowas, aber ich finde das jetzt gerade interessanter, mich Richtung 9.000 Gold zu bewegen, bevor ich mich jetzt damit auseinandersetze, diese 11.000 Gold jetzt in Retail zu machen. Jetzt nämlich auch im Rahmen des Level-Prozesses, ohne dass man 5, 6, 7 Chars schon wirklich im Limit hat und auch die Berufe nutzt, dann ist das sowieso kein Thema, aber dahin muss man ja mal kommen, so. Schon cool, dass ihr da wart, schon cool, dass ihr wiederkommt und jetzt habe ich euch hier über 10 Minuten schon voll gequatscht, so lang sollte das Video nicht werden, aber Kontext matters, wie man immer sagt und deswegen wollte ich doch hier nochmal ausholen, um diese ökonomischen Rahmenbedingungen, die wir nämlich jetzt durch die Classic-Marke haben, einfach mit euch mal zu beschnacken und hier übrigens plündern von Stoffen gerade. 2 Froststoff, ja, das war der letzte Mob. Vielen Dank für das Outro, lieber Ältester der Rotfänger, ja, also als hätte ich ihn bestellt. Und ich gucke mir das mal an und ich bin noch gar nicht Level 80, ich habe noch einiges vor mir. Und je nachdem mit Killspeed und Loot-Performance wollen wir mal gucken, 300 Gold am Tag. Soll das die Hürde sein? Schon gutes Erwarten. Besucht uns im Discord. Vielen Dank an die Kanalsupporter. Ihr seid sowieso schon coolsten. Vielen Dank für die Treue, für die Unterstützung. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Wir sehen uns. Wir hören uns. Danke fürs Einschalten. Und ich freue mich auf die Kommentare. Eure Meinung zum Thema Classic Market, Classic Farm, Classic Berufe, Retail Gold. Wie seid ihr gerade positioniert? Das würde mich mal interessieren. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und tschüss. Jetzt muss ich nur noch die richtige Stopptaste finden. Ich glaube hier. Tschüss.